Ohne Scheiß, wer bei so einem Wetter den Herd anmacht, ist selber dran schuld. Wir machen Pesto in 3 Minuten. Los geht's. Erstmal nehmen wir uns hier so ein bisschen alten Rucola. Den zerschneiden wir einfach nur grob, um den Mixer ein bisschen zu unterstützen. In den Mixer. So ein paar Stücke Parmesan. Auch rein in den Mixer. Salz. Pfeffer. Eine Zehe Knoblauch. Und Olivenöl. Jede Menge Olivenöl. Noch ein paar Kürbiskerne oben drauf. Und ab geht's. Fertig ist euer Rucola-Pesto in weniger als 3 Minuten. Geil.